Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Back to School and Office. Ja, es ist die Herbstzeit, die Kinder sind wieder in der Schule oder auf der Uni und wir selber haben vielleicht wieder mehr Arbeit drinnen, mehr Arbeit am Computer oder mehr Arbeit im Büro. Und deswegen geht es heute um die Themen Konzentration, Motivation, aber auch erholsamer Schlaf, um Nervosität, um Stressreduktion und so weiter. Also ihr werdet sehen, es ist einfach für jeden was dabei. Mein Name ist Daniela Hudribusch. Ich war ja vielleicht, wissen das einige von euch, 10 Jahre lang Lehrerin. Das heißt, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Schule auseinandergesetzt und habe in der letzten Zeit auch schon unsere Öle gehabt und verwendet und war sehr dankbar dafür und möchte euch jetzt einfach auch ein paar Tipps davon weitergeben. Das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Konzentration. Die ist natürlich besonders wichtig, wenn man was lernen möchte. Und dazu haben wir ein paar Mischungen, aber auch Einzelöle. Also zum Beispiel der Intune Roll-On, das ist ja unsere Fokusmischung, die sehr intensiv riecht. Also ihr seht schon, es sind sehr starke Öle drinnen, Patchouli, Weihrauch, Limette, Ylang Ylang, Sandelholz, also Öle, die ganz intensiv sind, aber die halt einfach den Fokus steigern. Ein kleiner Tipp, wenn euch der Roll-On zu intensiv riecht, dann könnt ihr den auch aufteilen auf 2 Roll-Ons zum Beispiel. Verwendet nur zum Rausnehmen eine Pipette aus dem Intune. Also grundsätzlich, wenn ihr aus Roll-Ons was rausnehmen wollt, müsst ihr eine Pipette verwenden. Ihr könnt die Roll-Ons öffnen, zum Beispiel mit einem Buttermesser oder es gibt auch eine Roll-On-Öffner oder manchmal nehme ich einfach die Fingernägel. Das kommt ganz darauf an, wie das für euch passt. Genau, aber dann nehmt ihr euch einfach was raus aus dem Intune-Roll-On und verdünnt den noch einmal, wenn er euch so zu stark ist. Und wir verwenden Intune auch gern für den Diffusor. Also ich habe vom Intune-Roll-On was rausgenommen und in ein altes Weihrauchfläschchen gegeben und ein Intune-Pickel drauf. Und dann weiß ich, okay, von dem kann ich 1-2 Tropfen einfach in den Diffusor geben für mehr Fokus. Gerne mit einem Zitrusöl gemeinsam, also mit Lemon zum Beispiel oder Wild Orange. Ja, der zweite Roll-On, den ihr da auf der Präsentation habt, das ist der Thinker Roll-On. Der ist jetzt nicht so stark, denn der kommt aus der Kids Collection. Und die Kids Collection ist ja schon gemischt mit fraktioniertem Kokosöl und ist auch immer sehr angenehm, weil immer eine spezielle Mischung drinnen ist. Das heißt, in jedem von den Kids Collection Ölen ist einfach ein Special-Öl drinnen sozusagen. Und der Thinker ist einfach für mehr Konzentration, Aufmerksamkeit, Lernbereitschaft. Und ich habe den auch schon ganz oft verwendet, einfach bei Seminaren oder bei Online-Tagungen und so weiter. Also die Kids Collection ist nicht nur für die Kinder, sondern natürlich auch für Erwachsene sehr gut. Aber für die Kinder auch ganz praktisch, weil eben die Roll-Ons schon gut verdünnt sind und weil sie die ganz unproblematisch einfach mit in die Schule nehmen können. Es kann nichts passieren, der Roll-On kann nicht auslaufen und sie können sich damit einschmieren und können einfach sich unterstützen damit. Dann Lemon im Wasser. Also Lemon steigert ja die Konzentration auch, das wissen sicher auch einige von euch. Wir diffusen es sehr gerne oder wir trinken es auch sehr gerne und da könnt ihr einfach zum Beispiel 2 bis 3 Tropfen auf 1 Liter Wasser geben. Wichtig ist nur, dass ihr ein Glasgefäß verwendet und dann steigert ihr auch damit eure Konzentration. Die Peppermint Beadlets oder grundsätzlich das Peppermintöl ist auch so ein Öl, das mehr Energie gibt und auch meine Konzentration steigert zum Beispiel. Beim Nachmittagstief kann man auf die Peppermint Beadlets draufbeißen oder wenn man eine lange Autofahrt hat oder einfach mehr Energie braucht. Und wenn man das Beadlet einfach zerplatzen lässt im Mund oder draufbeißt, dann gibt es so einen Energiekick. Es ist schon recht intensiv vom Geschmack her, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Oder die zweite Variante, ich nehme einfach das Peppermintöl her, gebe so einen Tropfen oder einen halben Tropfen auf meine Handflächen, verreibt das und inhaliere mal, dann habt ihr gleich offene Atemwege und ihr könnt euch gleich wieder besser konzentrieren, die Energie kehrt zurück. Den Rest gebe ich meistens so ins Genick, das ist auch sehr angenehm. Ja, und als Diffusermischung könnt ihr zum Beispiel ausprobieren, 3 Tropfen Lemon, 1 Tropfen Peppermint und 1 Tropfen Lemongrass für eure Konzentration. Das ist eine ganz, ganz tolle Mischung für den Diffuser. Dann geht es jetzt um das Gehirn natürlich auch. Also wenn es jetzt um Lernzeit und um Konzentration und so weiter geht, geht es auch um das Gehirn. Und da ist das erste Öl, das ich euch vorstellen möchte, das Rosmarinöl. Rosmarinöl ist ein Öl, das die Erinnerungsleistung stärkt und das Gedächtnis unterstützt. Gibt es auch eine Studie dazu. Also wenn euch das interessiert, dann schaut es einfach auf meinem Blog vorbei. Da gibt es auch das Back-to-School-Thema als Blog verarbeitet und da findet ihr auch den Link zu dieser Studie. Das ist auch ganz spannend. Also Rosmarin verwenden wir neben dem Kochen, also da verwenden wir es auch ganz viel für Suppen und Erdäpfel und so weiter, verwenden wir es einfach sehr gern im Diffuser.
weil es für mich ganz, ganz toll riecht. Zum Beispiel mit Limette und Eukalyptus, dann habt ihr eine ganz energiereiche Mischung, die eben auch das Gehirn unterstützt und die Konzentration. Dann Weihrauch, das kennen wir ja aus den Einsteigersets und da wissen wir ja, dass das einfach das Gedächtnis unterstützt. Was machen wir mit dem Weihrauch? Wir verwenden es auch sehr gerne im Diffusor, eben zur Unterstützung, wenn wir was arbeiten müssen, uns konzentrieren müssen. Oder was wir ja noch tun, das wissen sicher auch einige, wir haben ein Flascherl Weihrauch im Badezimmer stehen und nehmen jeden Tag einen Tropfen Weihrauch ein fürs Gedächtnis, für die Zellen, fürs Immunsystem. Weihrauch ist so ein bisschen unsere Anti-Aging-Vorsorge. Genau. Dann das Basilikumöl, auch ein sehr, sehr intensives Öl. Also im Diffusor verwende ich von dem meistens nur einen Tropfen, weil es halt so stark riecht. Aber das ist ein Öl, das einfach für einen klaren Geist sorgt. Das heißt, ihr könnt das nehmen, auch wenn es um Konzentration, um Kreativität und so weiter geht. Wieder mit einem Zitrusöl kombinieren und ihr habt eine tolle Diffusermischung. Dann die Probiotika. Probiotika sind sicher vielen von euch auch ein Begriff. Probiotika sind einfach gute Darmbakterien. Unser Darm besteht ja oder hat ja sehr viele Bakterien in sich und wir brauchen natürlich immer die guten Darmbakterien. Die wollen wir gerne fördern, die wollen wir gerne stärken. Und auch da gibt es eine Studie, dass Probiotika einfach für die Gehirnleistung sehr, sehr wichtig sind und für die Konzentration. Und also einfach wieder auf meinem Blog vorbeischauen, dann könnt ihr euch das anschauen. Und ich kann euch wirklich die PB Assist ans Herz legen oder für die Kinder wieder die PB Assist Junior. Das sind so kleine Brausesackerl, die können ganz leicht eingenommen werden für die Kinder und schmecken sehr, sehr gut nach Wassermelone. Ich nehme sie auch manchmal, weil sie einfach so toll sind. Genau. Wieder eine diffuse Mischung für euch. Einen Tropfen Rosmarin, einen Tropfen Weihrauch und 3 Tropfen Lemon. Das wäre so eine diffuse Mischung für Gehirn und Konzentration. Das nächste Thema, dem wir uns widmen wollen, ist der erholsame Schlaf. Das ist vielleicht jetzt, kommt euch jetzt vielleicht ein bisschen komisch vor, aber es ist natürlich so, wenn wir erholt sind, wenn wir erholt schlafen, wenn wir entspannt sind in der Früh und nicht müde, sondern energiegeladen, dann fällt uns auch die Konzentration und die Motivation natürlich leichter. Also unser liebstes Schlaföl ist das Serenity. Serenity ist eine Mischung, wo Lavendel drinnen ist, aber auch Vanille, Ylang Ylang, Zedernholz, Vetiver, also alles Öle, die einfach einem dabei helfen zu entspannen und die einem dabei helfen, dass man dieses Gedankenkarussell, das man manchmal hat am Abend, dass man das stoppt, dass man nicht permanent nur nachdenkt, sondern dass man auch mal entspannen kann und loslassen kann. Serenity verwenden wir gerne im Diffusor oder auf den Fußsohlen. Ihr könnt das natürlich auf die Handgelenke auftragen. Müsst halt schauen, also für die Kinder einfach wieder verdünnen. Das wisst ihr natürlich eh. Oder wenn ihr eine empfindliche Haut habt, dann auch verdünnen. Aber Serenity ist ein ganz, ganz angenehmes Öl für den Abend. Ihr könnt natürlich auch ein Entspannungsbad damit nehmen. Nicht vergessen beim Baden, dass ihr einen Emulgator nehmt. Also eine kleine Tasse Milch oder Schlagobers oder auch Meersalz, wie ihr möchtet. Und dann könnt ihr ein paar Tropfen Öl reingeben und habt schon euer Entspannungsbad. Es gibt zusätzlich noch zu dem Serenity-Öl die Serenity Soft Gels, weil ja das Serenity-Öl nicht eingenommen werden darf. Also das ist nicht zur Einnahme gedacht. Aber die Soft Gels sind eben speziell entwickelt. Da ist drinnen zum Beispiel Kamille, Lavendel, Passionsblume, also lauter entspannende Sachen für den Abend. Man kann es natürlich auch untertags nehmen, wenn man Entspannung braucht. Aber wir nehmen es hauptsächlich am Abend, so 1 bis 2 Stück, eine halbe Stunde vorm Schlafengehen, damit wir einfach leichter loslassen können, vor allem in stressigen Zeiten oder wenn man viel im Kopf hat. Dazu kann ich euch auch noch das Copaiba-Öl empfehlen. Copaiba ist ja ein Öl, das auch ganz, ganz entspannend wirkt, das auch das Nervensystem entspannt und so weiter. Und da nehmen wir auch gerne einen Tropfen Copaiba, entweder direkt unter die Zunge oder wenn ihr den Geschmack gar nicht mögt, dann könnt ihr auch das in eine Magic Cap, also in eine so eine leere Kapsel tropfen und dann könnt ihr das einnehmen. Und das ist auch ganz entspannend und ganz angenehm. Verwenden wir auch super gerne bei den Hunden. Und natürlich kann man es äußerlich auch anwenden, aber wir verwenden es dann zum Schlafen meistens intern. Juniper Berry ist ein Öl, das unterstützend wirkt, wenn man von Albträumen geplagt wird. Also das ist vielleicht auch ein Tipp, der für Kinder ganz wichtig ist, wenn die schlecht schlafen, wenn sie schlecht träumen, wenn sie sich irgendwie vor einer Situation nicht so ganz wohlfühlen, kann das ja gut vorkommen. Und da könnt ihr Juniper Berry zum Beispiel in den Diffusor geben oder ihr macht euch einen Roll-On für die Kinder, für die Fußsohlen und dann können sie den selbstständig auftragen oder ihr macht eine Fußmassage.
da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Schlaföle. Und ja, bei denen müsst ihr einfach für euch herausfinden, welche ihr am liebsten mögt. Es gibt Vetiver, Bergamotte, Melisse, Lavendel natürlich kennen wir. Also auch Weihrauch kann man zum Schlafen super verwenden. Also beim Schlaf gibt es ja ganz viel Unterstützung zum Glück. Und es gibt auch natürlich einen Kids Collection Roll-On, nämlich den Karma Roll-On. Das wäre so der unterstützende Roll-On zum Schlafen. Wieder eine diffuse Mischung für euch. Ihr könnt nehmen zum Beispiel 2 Tropfen Serenity, 2 Tropfen Copaiba und 2 Tropfen Wild Orange im Diffuser. Und ihr werdet sehen, es ist einfach eine Mischung, die ganz, ganz angenehm, beruhigend und entspannend wirkt am Abend. Ja, dann Motivation ist natürlich auch ganz wichtig. Also wenn wir nicht motiviert sind oder unsere Motivation steigern können, dann ist es oft ein bisschen schwierig, dass wir in die Gänge kommen in der Früh. Ich kann euch da ganz stark empfehlen, das Motivate. Also Motivate ist ja eine Mischung, da sind Minz- und Zitrusöle drinnen. Und da habt ihr die geballte Kraft in dem Fläschchen. Also ihr könnt es gerne im Diffuser verwenden. Zum Beispiel mache ich es gerne im Diffuser, mische ich es gerne mit Green Mandarin. Und das ist so meine in die Gänge kommen Mischung. Also wenn ich was weiterbringen will und so weiter, dann ist das so meine Mischung, die ich einfach gerne mag. Ihr könnt aber natürlich auch einen Roll-On verwenden und es gibt sogar einen fertigen Roll-On, nämlich den Motivate Touch Roll-On. Also da ist schon fraktioniertes Kokosöl drinnen, den könnt ihr euch selber nachmischen oder ihr bestellt euch den fertigen Roll-On, je nachdem, wie gerne ihr einfach so Do-It-Yourself-Projekte macht oder halt einfach selber was mischt. Dann das Smart and Sassy. Das ist jetzt vielleicht für manche komisch, dass ich das da erwähne, weil es ist ja eigentlich unsere Stoffwechsel, unter Anführungszeichen, Abnehmmischung. Aber ich finde das im Diffuser wahnsinnig motivierend. Da ist ja zum Beispiel Grapefruit drinnen, es ist Pfefferminze drinnen, es ist Ingwer drinnen, also lauter Öle, die einem auch Energie geben. Und im Diffuser riecht das sehr, sehr gut. Wenn ihr das zu Hause habt, dann probiert es einfach mal aus. Und ihr könnt es natürlich untertags trinken, im Wasser, wieder natürlich in ein Glasgefäß geben. Es ist eine recht intensive Mischung, das heißt, für mich reichen da so 2 Tropfen auf 1 Liter, aber ihr müsst für euch natürlich herausfinden, wie ihr das am liebsten mögt. Dann Passion. Passion ist ja die leidenschaftliche Mischung oder die inspirierende Mischung. Inspirierend auch in dem Sinn, dass es die Kreativität fördert. Und Passion riecht recht orientalisch. Ich mag den Geruch sehr, sehr gerne. Ihr könnt das wieder 1 Tropfen in den Diffuser geben zum Beispiel oder 2. Müsst ihr für euch herausfinden, was passt. Und dann ein Zitrusöl dazu, Limette zum Beispiel, das kombiniert sich sehr, sehr gut. Oder ihr verwendet es wieder im Roll-On, einfach um eurem Job oder was auch immer ihr erledigen müsst, um dem mehr Leidenschaft entgegenzubringen. Dann Spearmint habe ich auch noch draufgeschrieben, weil Spearmint ist für mich immer so ein Öl, wenn es um Präsentationen geht, um Vorträge, um Prüfungen, irgendwie für Vorstellungsgespräche oder so, dann ist das Spearmint das Öl unserer Wahl, weil es einfach das Öl des Sprechens ist. Das heißt, dass man sich gut mitteilen kann, dass man alles gut rüberbringt, was man sagen will. Da ist Spearmint eine super Sache. Und es ist auch ein Öl, das natürlich so frisch und motivierend duftet. Ich mag den Geruch sehr, sehr gerne im Diffuser. Oder ihr könnt euch wieder einen Roll-On mischen. Genau, da ist das Spearmint ganz, ganz toll. Als Diffusermischung eben mein Tipp, 2 Tropfen Motivate und 3 Tropfen Green Mandarin. Dann wird euch nichts mehr aufhalten und ihr werdet einfach super motiviert in den Tag starten oder eure Sachen erledigen. Ja, die Kraft von innen darf natürlich auch nicht fehlen. Also es kann nur ein gut versorgter Körper einfach auch die Leistung bringen, die wir von ihm erwarten. Und oft ist es so, dass bei den Lebensmitteln, beim Gemüse und so weiter, dass da gar nicht mehr alle Nährstoffe drinnen sind, die wir so brauchen. Im Sommer haben wir natürlich unser Gemüse aus dem Garten, aber jetzt ist es schon so in der Herbstzeit, wir müssen jetzt schon das Gemüse wahrscheinlich aus den Glashäusern kaufen oder wir kaufen es von weiter her. Und da ist ja auch die Nährstoffversorgung dann nicht mehr so, so gut. Deswegen sind wir einfach sehr froh, dass wir unser Lifelong Vitality haben. Und wir nehmen das jeden Tag ein. Ihr habt da einfach alles drinnen, was der Körper braucht. Also einerseits Omega-Fettsäuren, da sind auch schon ätherische Öle mit dabei in diesen Omega-Kapseln. Es gibt sowohl vegan als auch als aus Meerestieren hergestellt. Dann gibt es das Alpha-CRS, das ist so für Erneuerung, Zellerneuerung und Entgiftung. Und das Microplex VMZ, das sind die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, also alles, was der Körper so benötigt, um auch voll leistungsfähig zu sein. Für Kinder gibt es auch ganz tolle Kautabletten. Also es gibt die A-to-Z-Kautabletten, die schmecken ganz, ganz toll.
Und es gibt das IQ-Mega, das sind so die Omega-Fettsäuren eben für die Kinder. Wenn ihr den Kindern da was Gutes tun wollt in der Schulzeit, ist auch super fürs Immunsystem natürlich und für die Konzentration. Und ja, gerade wenn sie dann wieder in der Schule sind und mit vielen Kindern zusammenkommen, ist es auch ganz gut, wenn man das Immunsystem auch auf dieser Ebene unterstützt. Ja, Stress ist natürlich auch immer ein Faktor, der den Körper schwächt. Und deswegen ist es gut, wenn wir den Stress im Zaum halten. Oft ist es aber so, dass wir vielleicht nicht unsere Termine ganz so planen können, wie wir das wollen, dass einfach zu viel zusammenkommt. Jeder von uns kennt das. Und da gibt es natürlich auch Öle, damit ihr leichter damit umgehen könnt, dass gerade vielleicht eine stressige Zeit ist. Also das eine ist mal Copaiba. Das hatten wir schon beim Schlafen. Copaiba ist einfach so ein tolles, entspannendes Öl. Deswegen steht es jetzt auf der Folie und ich glaube auf der nächsten auch noch. Wieder intern oder äußerlich anwenden. Natürlich auch im Diffuser, keine Frage. Ist einfach ein Öl, das ganz entspannend ist. Dann das Peace ist die friedvolle Mischung. Das riecht eher ein bisschen herb und eher so baumig, würde ich sagen. Ist ganz, ganz angenehm, ganz entspannend. Im Diffuser wieder gern kombiniert mit einem Zitrusöl. Und ansonsten einen Touch-Roll-On mischen oder den Touch-Roll-On bestellen. Dann könnt ihr das auch auftragen. Das ist ganz, ganz toll entspannend. Das ist auch das Öl, wo ich oft erzähle, dass der Thomas einen eigenen Touch-Roll-On hat, den er dann zum Beispiel bei Familienfeiern oder wenn wir am Samstag einkaufen gehen oder so verwendet, weil ihn das auch einfach entspannt und das ist ein ganz, ganz tolles Öl. Dann das Balance ist die erdende Mischung, einfach um gut geerdet und gut zentriert in den Tag zu starten. Ich trage es in der Früh sehr, sehr gern bei meiner Morgenroutine auf die Fußsohlen auf. Das kann ich euch wirklich empfehlen, weil ihr damit gleich viel besser und viel ruhiger in den Tag starten könnt. Alle Baumöle sind natürlich auch super toll entstressend, weil das ist so ähnlich, wie wenn man einen Waldspaziergang macht. Also ein Waldspaziergang ist ja auch für den ganzen Körper entspannend. Es gibt ja auch dieses Waldbaden, wo man einfach im Wald sich aufhält und dadurch der Stress von einem abfällt und auch die ganze Gesundheit und so weiter gestärkt wird. Und ihr könnt euch dieses Waldfeeling nach Hause holen mit den Baumölen. Und zwar gibt es zum Beispiel die sibirische Tanne oder die Douglas-Tanne. Es gibt die Schwarzfichte und es gibt Zedernholz. Also ihr seht schon, baummäßig könnt ihr die volle Auswahl treffen. Die Tannenöle riechen eher so ein bisschen frisch-nadelig. Die Fichte ist eher ein bisschen herber, aber noch immer sehr nadelig. Und Zedernholz ist ganz, ganz holzig. Also wenn ihr auf diesen Holzduft sehr abfahrt, dann könnt ihr das Zedernholz gerne verwenden. Ja, und dann noch ein Roll-On aus der Kids Collection, das Steady Roll-On, der einfach auch entspannend wirkt und ja, einen den Stress vergessen lässt und der auch für die Kinder ganz entspannend ist, wenn sie einfach zum Beispiel vor einer Schularbeit sind oder so, können sie den Steady Roll-On verwenden. Genau, und im Diffusor nehme ich eben gern zum Beispiel einen Tropfen Peace, zwei Tropfen Bergamotte und zwei Tropfen Wild Orange. Dann habt ihr eine ganz entspannende Mischung, die ja, für den Körper super, super relaxing ist. Ja, und dann natürlich die Nervenstärke. Also bei Nervosität braucht man auch manchmal eine Unterstützung, wenn es um Schularbeiten geht, um ein wichtiges Gespräch oder um ein Vorstellungsgespräch. Dann könnt ihr eben euch mit Ölen auch weiterhelfen. Wieder steht Copaiba drauf, ich habe es euch ja schon versprochen, weil es einfach so toll ist. Was ihr noch nehmen könnt, ist das Anchor. Das Anchor kommt ja aus der Yoga Collection. Das ist ein Öl, das so ein bisschen zimtig riecht. Ganz, ganz angenehm stabilisierend ist für mehr Gelassenheit, für mehr Mut. Also wenn es eben darum geht, dass man was vor sich hat, wo man ein bisschen Nervenstärke braucht, dann ist das Anchor super. Serenity und Balance kennen wir schon von den vorigen Folien. Die sind natürlich auch immer eine gute Wahl. Serenity eher, wenn man wirklich sehr, sehr nervös ist. Also wir nehmen es zum Beispiel bei unserer Hündin. Wenn Besuch kommt, ist sie sehr nervös, weil sie die fremden Menschen nicht so gerne mag. Und da wird, also tragen wir Serenity einfach verdünnt auf. Und Balance haben wir eh schon gesagt, so als erdende, stabilisierende Mischung auch. Dann das Hope, der Hope Touch Roll-On. Das ist ein Roll-On, der eben Hoffnung und gute Stimmung vermittelt und ist auch schon mit fraktioniertem Kokosöl gemischt. Das heißt, das ist ein fixfertiger, verdünnter Roll-On. Der ist auch ganz speziell, den erwähne ich auch ganz gerne, weil man mit jedes Mal, wenn man den Hope Roll-On bestellt, unterstützt man die Healing Hands Foundation. Die Healing Hands Foundation ist ja die
Hilfsorganisation von doTERRA und die fördert eben verschiedene Hilfsprojekte, zum Beispiel auch die Operation Underground Railroad. Da geht es eben darum, dass man Kinder befreit, die als in die Sklaverei sozusagen verkauft wurden. Und mit dem Hope Roll-On unterstützt er einfach dieses Projekt. Das ist auch ganz schön. Und er ist auch ein angenehmer Roll-On, der eben Hoffnung vermittelt, wenn man nervös ist. Das finde ich auch ganz angenehm. Dann Brave, wieder aus der Kids Collection, ein Roll-On für Mut und Zuversicht und mehr Glauben an sich selbst. Ja, wer braucht das nicht in manchen Situationen? Da könnt ihr dann das Brave hernehmen oder auch den Kindern eben gerne mitgeben. Oder wenn sie irgendwas Neues lernen sollen und sich nicht ganz trauen, ist das zum Beispiel eine super Sache. Oder vor Schularbeiten und so weiter. Als Diffusermischung würde ich euch eben empfehlen, 2 Tropfen Anker, 2 Tropfen Limette und 2 Tropfen Grapefruit. Wow, das war jetzt zu schnell. Genau, so jetzt. Dann gibt es eben noch eine Mischung, der ich sogar eine extra Folie gewidmet habe, weil wir sie so gerne mögen. Die Mischung, um die es jetzt geht, das ist das Adaptive. Adaptive ist ja relativ neu jetzt herausgekommen und es gibt es als 5 Milliliter Fläschchen oder verdünnt als Adaptive Touch Roll-On. Wir verwenden beides sehr, sehr gerne und ganz, ganz oft, also als Öl einfach in den Diffuser tropfen. Ihr könnt noch ein Zitrusöl dazugeben, müsst ihr aber nicht. Es sind schon Zitrusöle drinnen und es ist einfach eine so perfekte Mischung für uns. Das heißt, oft gebe ich es einfach pur in den Diffuser. Es ist beruhigend und entspannend, aber auch stimmungsaufhellend, ganz, ganz angenehm und unterstützt auch die Gehirnfunktion. Das heißt, damit man effektiv lernt und arbeitet, ist es toll. Es beruhigt und erfrischt und ist eher eben vermittelt ein Gefühl von Ruhe und von so einem angenehmen Raumfeeling, würde ich sagen. Ihr seht schon an den Ölen, die drinnen sind, wie die Wirkung zustande kommt. Also Lavendel, Magnolie, Neroli, das sind eher Öle, die eben so entspannend wirken. Die haben eben diese ausgleichende Wirkung. Dann Wild Orange und Spearmint eher für Energie und frischen Schwung. Also hatten wir auch schon auf den Folien vorher. Und Copaiba und Rosmarin. Ja, wisst ihr schon, Copaiba für die Entspannung und Rosmarin eben fürs Gedächtnis und fürs Gehirn, ganz, ganz super. Ja, das heißt, das ist so eine Mischung, die wir auch wirklich gern in ganz vielen Situationen, zu der wir einfach intuitiv hingreifen. Also wenn ihr die noch nicht kennt, die kann ich euch sehr ans Herz legen. Ja, ich hoffe, es war was Neues für euch dabei und ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Webinar und viel Spaß beim Ausprobieren.